Energie aus erneuerbaren Quellen, um das Klima besser zu schützen, setzen Regierungen und Versorger zunehmend darauf. Damit der grüne Strom rund um die Uhr da ist, setzt Portugal auf ein modernes Pumpspeicherwerk. Dieser sogenannte Hydrokomplex steht im Norden des Landes. Am Fluss Tâmega sorgt eine Kombination aus Staudamm und Wasserkraft dafür, dass Strom auch dann verfügbar ist, wenn die Sonne mal nicht scheint. Portugal setzt traditionell auf Wasserkraft. In den kommenden Monaten soll dieses Kraftwerk ans Netz gehen. Gleich nebenan gibt es bereits weitere Stauseen, eine Art Speicher für den in Portugal hergestellten Ökostrom. Die einzige Form, massiv und effizient Energie zu speichern, sind derzeit Pumpspeicherkraftwerke, wie hier nebenan. Die Turbinen in diesem Kraftwerk können Wasser einen Berg hinaufpumpen und Strom herstellen, wenn das Wasser durch diese Röhre wieder herabrauscht. Das ist wie eine riesige natürliche Batterie. Wenn Portugal mehr Energie braucht, lassen wir von hier oben Wasser auf die Turbinen fallen. Und wenn es zu viel Energie gibt, pumpen wir es aus dem unteren See wieder hoch. Dieser obere See hier ist also ein Energiespeicher. Mittags, wenn Wind und Sonne also besonders viel Energie liefern, füllt sich der See mit Wasser. Nach Sonnenuntergang liefert das Pumpspeicherkraftwerk dann damit Strom. Das letzte Kohlekraftwerk hat Portugal bereits 2021 abgeschaltet. Schon in gut 3 Jahren sollen Sonne, Wind und Wasser in Portugal 80% des Stroms liefern.